Willkommen zurück in Manor. Wir haben in der letzten Folge dort drüben ein bisschen die Bahn ausgebaut, also die Bahnstrecke hier, einen kleinen Fußweg. Das werden wir jetzt erstmal zur Seite legen und werden uns hier drüben das mal genauer angucken, denn hier gibt es auch noch ein, zwei Probleme, die wir lösen müssten. Können auf jeden Fall hier ein bisschen weiterbauen und gucken, dass wir hier eventuell noch was mit anbinden. Warum? Oh, hier sind Ampeln. Okay, alles klar. Haben wir schon mal das erste Problem gelöst. Aber hier staut sich auch ein bisschen. Das können wir aber vielleicht umgehen, dieses Problem. Wir haben nämlich dieses Autobahnstück. Und eigentlich müssten wir da drüber auch nochmal Autobahn verlegen. Parallel, ich glaube, hier nebeneinander war es. Also so könnten wir es machen. Dann müssen wir das hier so ein bisschen wegnehmen. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Also, wir nehmen uns mal die Strecke ohne Parallel und mit Kurven. Setzen das hier rüber. Dann. Hey, okay, das war falsch. Das setzen wir nochmal weg. Machen erstmal ein kleines gerades Stück. Und jetzt nehmen wir uns die Kurve, die hier rüber geht. Dann geht's hier hoffentlich gut dran. So, nämlich. Das müssen wir natürlich auch noch ein bisschen verändern. Das machen wir doch nochmal weg. Nehmen uns das Stück hier und setzen das so hin. Sieht ein bisschen angenehmer aus. Und von hier gehen wir mal so ab. Hoch auf 20. Setzen das einfach nur gerade hier dran. Okay, hier ist irgendwie noch ein Schlenker drin. Das beseitigen wir mal ganz schnell. Richtung so. Okay. Dann gehen wir von hier mit einer Spur hier dran. Ach nee, das geht nicht. Okay. So, wahrscheinlich von hier nach dort. So, okay. Dann ist jetzt die Frage, das ist ja 20er Höhe. Wir wollen das nach durchziehen. Also gehen wir mit dem. Gehen wir erstmal gerade runter, oder? Ah, mit einer Kurve müssen wir das machen. So, wir müssen wir knapp daran vorbeiführen, dann hier lang. Hier lang und dann hoch. Wie sieht das aus? Ist gut. Eigentlich sehr gut. Und dann müssten wir eigentlich nur noch hier eine Strecke drunter durchführen irgendwo. Ah, nee, das finde ich nicht so gut. Oh, das ist so.
auch nicht schön, aber egal, es ist ja erstmal für einen Zweck reicht es ja. Jetzt müssen wir den hier rüberkriegen irgendwie. So, und jetzt hier auf 20 hoch und hier dran. Okay, und dann müssen wir den so machen. Okay. Und hier könnte noch einer abgehen. Wir brauchen von dieser Säule hier Gang hier rüber. Und hier nach jetzt einspurig, bis wir dann hier in diese Kurve kommen. Das ist perfekt. Jetzt müssen wir nochmal hier gucken. Das können wir eigentlich so lassen. Machen wir hier mal so, auch einspurig. Dann haben wir eigentlich ein ganz gutes System, oder? Machen wir vielleicht hier auch nochmal einspurig. Hier muss es zweispurig sein. Dann hier vielleicht dreispurig. Und hier geht es dann hinten wieder zusammen. Das machen wir vielleicht hier auch mal ab. Hier machen wir auch dreispurig. Dann teilt sich hier einfach. Okay. Das ist doch so ganz gut, oder? Vielleicht können wir hier einmal vierspurig, dann dreispurig, okay. Okay, das lassen wir auch auf dreispurig. Hier müssen sie sich dann wieder zusammenfädeln. Genau, das ist doch gut, oder? Mal hier ja auch theoretisch noch Platz für eine kleine Straße. Da passt doch bestimmt eine Gasse rein, oder? Gehen wir mal so. Und so. Das kann aber auch richtig dumm sein, hier diese Gasse. Ich glaube, das lassen wir direkt. Nee, ich glaube, die Gasse ist keine gute Idee. Lass uns trotzdem erstmal gucken, ob es sich staut. Wenn es sich zu stark staut, dann wissen wir Bescheid, dann können wir die da nicht lassen. Also so. Hier drüben hätte ich gern einen Bahnhof schon mal. Ja, leider haben wir wieder drei Gleise, obwohl wir nur eins bräuchten. Und wir müssen jetzt auch gucken, wie wir von dort hinten unseren Zug hier durch die Stadt fädeln. Eigentlich habe ich ja so gedacht, dass wir dann hier drüben lang gehen, aber irgendwie sind wir jetzt schon hier mit dem einen dort lang gegangen, was ja auch irgendwo Sinn macht, aber irgendwo auch ein bisschen blöd ist. Jetzt ist die Frage. Könnten auch hier einfach in den Boden reingehen und verschwinden. Sehe aber nicht so cool aus. Was ist denn eigentlich hier mit diesen Reihenhäusern?
Bock, da zu leben. Also wenn das leer bleibt, dann werde ich da einen Park hinsetzen. Oh, au, wow. Wie viele nutzen damit diesen Weg? Das ist ja insane. Die U-Bahn wird anscheinend gut genutzt. Welche Haltestelle ist denn das? Achso, stand hier bestimmt gerade, ne? Fünf ist das. Achso, da steht nicht dran. Aha, das ist die hier. Okay. Okay. So, dann müssen wir jetzt nur mal weiter überlegen. Ich habe mich hier schon wieder ablenken lassen. Wie kriegen wir den Zug hier rüber? Wir könnten über die Straßen gehen. Wäre aber jetzt auch nicht so geil. Weil wir könnten das Geländefeld kaufen und wenn wir hier sagen, wir glätten natürlich erstmal. Dann können wir nämlich die Fläche noch nutzen. Hier auch ein bisschen Grünfläche vielleicht hinmachen. Nämlich. Haben wir hier genommen? Sechsspurig? Ja. Das ziehen wir mal so gerade durch bis zum Wasser. Genau, und jetzt können wir die Straße von hier hochziehen, hoppala. Wir es natürlich gerade haben. Ich hoffe, das ist jetzt gerade geblieben, ja. Machen wir das weg. Und hier würde ich jetzt einfach mal den Zug weiter durchziehen. Versuchen gerade im Raster zu bleiben. Also weil es jetzt halt noch ein Gerade hier überhaupt gibt bei uns. Lass uns nochmal gucken, kriegen wir das hier drüben dann irgendwie dran. Was ist denn, wenn wir. Was haben wir denn hier für eine Straße überhaupt? Eigentlich müsste das eine größere Straße werden. Aber eigentlich müsste das eine größere Straße werden. Okay. Ziehen uns das hier mal gerade durch. So. Halten uns die Fläche auch noch frei. Gradigen das auch nochmal. So. Genau, jetzt gehen wir da auch noch komplett bis zum Wasser ran. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also. Hier gehen wir ein bisschen hoch. Genau, und jetzt ziehen wir von hier und den Weg hier ran. Ja, so. Hoppala. Oh ne. Das war fast gut. Können wir doch bestimmt noch ein bisschen besser anpassen.
das machen wir in der Kurve einfach. Ja, das ist gut. Den können wir dann doch einfach. So dran führen. Okay. Perfekt. Hier nehmen wir gleich die Ampeln raus. Achso, jetzt muss man natürlich hier drüben auch wahrscheinlich machen. Ja. Okay. Also jetzt haben wir hier eine riesen Fläche. Die müssen wir jetzt auch irgendwie nutzen. Problem ist, weil wir haben die Nachfrage schon da, aber wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ich würde mal sagen, wir haben ja schöne Reihenhäuser. Hier einfach einen Park lassen, hier Park mit Polizei und Krankenhaus. Wollen wir das hier mal so schon mal eingrenzen. Was, 90 Grad? Ja, das ist sehr schön. Haben wir hier halt noch eine riesen Fläche. Ist halt die Frage, wofür? Das können wir ja auch schon mal so eingrenzen. Hier nehmen wir natürlich die Ampeln wieder raus. Haben wir natürlich auch hier wieder diese Fläche. Schwierig. Das entfernen wir nicht. Okay, wir ziehen jetzt einfach erstmal die Eisenbahnlinie. Hier entlang. Oh, oh, oh. So. Dann können wir wieder gerade hier durch. Bis hier hinten. Genau die Linie. Zwirbeln wir uns jetzt einfach hier so hin. Und so. Oh. Och nö. Das ist ja jetzt richtig ungünstig. Und warum haben die Leute keinen Bock, hier in der Ecke zu wohnen? Nicht genügend Kunden. Okay, das lässt sich ja regeln. Wir versuchen ja jetzt hier so ein bisschen was aufzubauen. So, nehmen wir uns einfach mal das hier. So. So. So, hoppala. Wollen wir gar nicht so weit rumgehen. Komm, da können wir doch einfach. Nehmen wir uns noch einfacher. Wir gehen runter. Schmeißen uns die 180 Grad hin. Ach Mist. So, jetzt hoch. Und jetzt gerade hier ran. Perfekt. Haben wir schon mal eine neue Zugverbindung.
gehen wir uns auch gleich einrichten. Nämlich von dem Bahnsteig hier einmal durch die Innenstadt. Und wieder zurück. Okay. Gucken wir mal kurz rein. Haltestellen 2 Stück. Eine Linie machen wir rot. Okay, die rote Linie, das ist dann die längere Linie sogar. Wow, okay. Ich hätte gedacht, dass das zum Industriegebiet sogar ein weiterer Weg ist. Können wir auch nochmal schnell was abreißen. Okay. Okay, und hier werden wir uns noch irgendwas überlegen. Das kommt aber später nochmal, jetzt noch nicht. Und ich hoffe, wir gucken mal hier, ja, die Gasse war keine gute Idee. Aber wir können natürlich... Ist das eine gute Idee, da alle rein zu fluten? Nee, eigentlich nicht, ne? Wobei es auch keine gute Idee ist, jetzt die alle da rumfahren zu lassen. Okay, machen wir mal. Wir machen es einfach mal. Guck mal. Ziehen uns hier eine Spur ab. Gehen runter auf 10. Jetzt gehen wir auch runter auf 0. Uiuiui. Jetzt wird es ein bisschen eng. So. Das ist ein Kuddelmuddel hier. Oh Gott, ich glaube, das könnte ein bisschen blöd sein von den Pfeilen. Aber wir lassen es einfach mal laufen, weil jetzt haben wir nämlich zumindest nicht mehr das Problem, dass sich hier Autos kreuzen. Das wollen wir nämlich nicht. Aber wir haben halt hier das Problem, dass hier echt viel los ist. Kriegen wir hier noch einen Fußgängerübergang mit rein? Nee. Ich glaube, das wird nichts. Hoch? Nee. Oder wir machen das so. Gehen hoch auf 10. Na, erstmal vielleicht. 2,5. So, jetzt nochmal hoch auf 5. Wobei wir könnten. Ne, das kriegen wir nicht hin. Das ist ja sehr ätzend. Da müssen wir uns mal in der nächsten Folge drum kümmern. Also bis dahin. Tschüss.